Heute berichte ich mal nicht vom alten Blog. Nein, heute möchte ich von einer Reise berichten, denn ich war auf einer weiten Reise bis in das ferne Berlin, um dort Giselby persönlich zu treffen. Und dort lebt ja nicht nur Giselby, der Bischof, sondern auch Azarin, der Allmächtige. Und davon möchte ich heute erzählen. Ich habe mich mit Kanu tatsächlich in Marburg getroffen. In Marburg am Bahnhof. Gut, ich hätte natürlich auch Kanu direkt abholen können, aber dann wäre die Reise einfach noch länger geworden. Aus dem Grunde haben wir uns in Marburg getroffen. Ja. In Marburg ist ein Bahnhof, der ist dann mit der Deutschen Bahn hingefahren. 3 Stunden hat er gebraucht bis dann. Ja, nach Marburg fahren ist anstrengend mit dem Zug. Aber danach sind wir ja immerhin zu zweit weitergefahren. Und ja, dann stand, also erstmal, ich bin erstmal ganz langsam vor dem Bahnhof gefahren, weil ich dachte mir, Kanu wird jetzt wohl gleich aus dem Bahnhof kommen und da muss ich keinen Parkplatz suchen, kann er direkt einsteigen. Ja, Pustekuchen. Er ist natürlich nicht genau in dem Moment aus dem Bahnhof gekommen, wo ich dann vorbeigefahren bin. Also muss ich mir doch erstmal den Parkplatz suchen. Und da war so ein Vollidiot, der stand quer hinter den Parkplätzen und hat dann da 3 Parkplätze, also nee, 2,5 Parkplätze, erstmal nur 2,5 Parkplätze auf einmal blockiert. So, und ich wollte mich dann hinter ihnen vorbeischlagen, dass ich wenigstens den letzten halben irgendwie erwische. Was macht der? Der sitzt zurück und blockiert den dritten auch noch. Vollidiot, ey. Gut, ich hab da mal, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie hab ich das denn hingekriegt, dass er dann doch, ich hab ihn dann mal irgendwie hab ich es geschafft, dass er dann doch wieder vorgefahren ist, und dann hab ich mich hinterhin, bin ich an ihm vorbei und hab mich auf den Parkplatz gestellt. Ja, und irgendwie der Nächste, der dann parken wollte, der hat auch schon sauer gehupt. Also wirklich, was für ein Vollidiot. Wenn ich doch sehe, da sind freie Parkplätze vor dem Bahnhof, stelle ich mich doch nicht vor die Parkplätze und blockiere 3 Parkplätze auf einmal. Nee, nee, muss nicht sein. Ja. Gut, und dann stand ich da und habe gedacht, okay, kommt Kanu jetzt aus dem Bahnhof raus? Kennt er den Bahnhof in Marburg überhaupt? Also ich kenne ihn, also ich kannte ihn, bei Kanu wusste ich es ja nicht. Ich habe ihm einfach mal gesagt, aus dem Bahnhof raus, dann rechts. So groß ist der Bahnhof in Marburg ja nicht. Da war einfach, ich meine, und er hat ja wohl hoffentlich nicht erwartet, dass ich dann wirklich, mein Auto abstelle, bla bla, und ihn dann vom Gleis abhole. Wäre natürlich schön, wenn Park nicht so teuer wäre. Gut, und dann habe ich da halt, ich habe ihm die Nachricht geschickt, habe gewartet und er kam nicht. Und ich bin dann gerade ausgestiegen und habe tatsächlich geguckt, wie teuer ist denn hier das Parken, weil ich dachte mir, jetzt 2 Minuten parken, um Kanu vom Gleis abzuholen. Ja, aber direkt neben dem Parkplatz ist halt so eine kleine Polizeistation. Da sollte man dann schon auch ein Ticket ziehen. Ist sonst ungünstig. So, also ich bin gerade ausgestiegen, da ist Kanu dann zum Glück gekommen und dann muss ich doch kein Ticket ziehen. Wir sind dann zusammen gefahren. Und zwar, ja, ich schaue mal gerade auf der Karte. Berlin von Marburg ist ziemlich genau nordöstlich. Ja. Wir sind dann gefahren, erstmal so durch Hessen. Also ich habe jetzt gerade extra die Karte aufgemacht, damit ich mit den Bundesländern nicht durcheinander komme. Marburg liegt noch in Hessen. Und dann sind wir so, in Hessen kenne ich mich ja aus. Hessen ist ja nicht weit weg von hier. So, und dann kamen wir aber schon schnell in Osthessen an, wo ich mich dann schon nicht mehr so auskenne. Und jetzt sehe ich gerade, auf meiner Karte sind die Bundesländer gar nicht angezeichnet. Was kommt dann als nächstes? Nee, war also hier. Nee, wo sind wir denn lang gefahren? Ich schau grad. Hier sind wir wahrscheinlich lang gefahren. Oh, das kommt hin. Ach, ich weiß nicht mehr, wo wir lang gefahren sind. Also die Karte, die ich jetzt geöffnet habe, die sagt mir Alsfeld, Bad Hersfeld, Eisenach, Waltershausen, Weimar vorbei, Eisenberg. Ja, und da waren wir natürlich auch irgendwann in der DDR. Thüringen, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Thüringen war, glaube ich, doch, Thüringen war das erste Bundesland, wo wir drin waren. Also ehemalige DDR. Da haben wir dann auch die erste Rast gemacht, haben was gegessen bei Meckes. Und es war ja unglaublich, die Leute haben ja da schon gesächselt. Kaum ist man in Thüringen, sächseln die Leute. Ich dachte, das geht jetzt in Sachsen los. Wobei, dann kam ja auch nicht direkt Sachsen. Da kam erst Sachsen-Anhalt, oder? Ich glaube schon. Ja, was sind wir dann? Mann, ich habe doch die Quittung vom Meckes noch, hätte ich noch nachschauen können, wie der Ort da, jetzt weiß ich nicht hier. Naja, dann sind wir weitergefahren und haben uns die schöne Gegend angeschaut. Dann sind wir zum Beispiel am Abenteil vorbeigefahren. Ich weiß ja nicht, ob ihr es wusstet, aber das Abenteil heißt ja Abenteil, weil im Jahr 634 da mal eine Garnison am Abend langgelaufen ist.
Dann kamen wir zum Berbertal. Ja, das Berbertal heißt ja Berbertal, weil im Jahr 634 war da eine Garnison und die hat den Bär getroffen und hat geschaut, Bär, 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 Bär. Deswegen Bärbertal. Ja, und dann haben wir uns da so die Geschichte mal selbst zusammengebastelt, um die lange Fahrt ein bisschen erträglich zu machen, weil es war ja schon eine sehr, sehr lange Fahrt. Und der schlimmste Teil der langen, langen Fahrt, da war in Halle. Denn aus irgendeinem Grund haben mich das Navi durch Halle durchgeführt. Bei allen anderen Städten haben sie mich ja immer schön dran vorbeigeführt, Autobahnen etc. Aber bei Halle habe ich das Navi irgendwie durchgeführt. Also nichts gegen Halle. Halle hat mit Sicherheit schöne Ecken. Aber das musste jetzt echt nicht sein, da nach Halle, durch Halle. Also, was wir da gesehen haben, hat uns eher, also wirklich nichts gegen Halle, aber wir wollten schnell vorwärts kommen und plötzlich waren wir in Halle. Das war nicht so unser Ding, nee. Ja. Gut, aber dann, und vor allem dachte ich dann, wenn wir wenigstens durch Halle durch sind, sind wir vielleicht schon fast da. Nee. Immer wie gesagt, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg müssten wir dann auch durchgekommen sein. Genau, ich schaue gerade nochmal auf der Karte. Wir müssten an Dessau dann noch vorbeigekommen sein nach Halle. Coswig, Treuenbrietzen, Brück, Belitz, Potsdam. Ja, also wir sind dann tatsächlich erstmal nach Berlin rein, um Alsarin abzuholen. Alsarin, ihr erinnert euch vielleicht noch. Oder Svensee. Svensee, Alsarin, ja. Da sind wir rein nach Berlin. Und dann war da plötzlich. Also eigentlich eine zweispurige Straße, aber aufgrund von parkenden Autos war sie nur noch einspurig. Und auf dieser einen Spur waren Gleise. Da muss wohl irgendeine Straßenbahn verlaufen. Ich meine, da wo ich herkomme, gibt's sowas einfach nicht. Aber davor habe ich dann als Nicht-Straßenbahnfahrer enormen Respekt. Gleise? Das bedeutet ja, was mache ich? Und wie gesagt, durch parkende Autos war das Ding einspurig. Was ist, wenn ich da lang fahre und mir kommt noch eine Straßenbahn entgegen? Also das mache ich an Großstädten gar nicht. Und vor allem sah das halt abgesehen von den Kleinen überhaupt nicht wie eine Großstadt auch aus in der Ecke. Und dann, ja, plötzlich sagt keiner einfach, da stellst du dich hin und ich steig mal aus und such Svensee. Okay. Bin ich auch mal ausgestiegen nach 5 Stunden Fahrt oder noch mehr. War es dann auch mal ganz angenehm, einfach mal auszusteigen. Und ja, da sind wir dann, habe ich mich auch mal gestreckt, hab was getrunken. Und vielleicht kam Kanu tatsächlich mit dem One and Only Svensee um die Ecke. Was für eine Freude. Ich meine, Svensee, dadurch, dass er so weit weg wohnt, sehen wir ihn selten. Und selbst seine Stimme habe ich ja in letzter Zeit so selten in den Hostels gehört. Ich glaube, es ist schon 3 Monate her, seit er das letzte Mal im Discord war. Er war ja nicht mal bei seiner eigenen Ächtung da. Aber Svensee, der One and Only. Ja, und dann sind wir zu Gisselby weitergefahren. Das ist auch so eine Ecke. Wo, das war eine 10er-Zone. Ich meine, 30er-Zone kenne ich, aber eine 10er-Zone. Ja, da sind wir dann auch reingeschlichen. Und dann haben wir ihn abgeholt. Und dann sind wir noch zu einem Freund von Giselby gefahren, der ein bisschen auswärts wohnt, der ein schönes Haus hatte. Und da haben wir dann Poker gespielt. Also, wie viele waren wir denn dann? Kanu, Svensey, Giselby, Giselbys Freund und ich waren wir zu fünft. Ja, war sehr schön. Wir haben Poker gespielt. Ja. Poker ist spaßig. Mit Blöffen und so. Und ja, es lief also am Anfang mal. Am Anfang, die ersten Runden habe alle ich gewonnen. Aber am Anfang sind die Blinds ja sehr klein. Da hat man ja nicht so viel davon, wenn man immer gewinnt. Aber die ersten Runden liefen richtig gut für mich. Nur, dass halt die Gewinne nicht so hoch waren. Und dann, ja, irgendwann haben wir uns dann eingespielt. Und dann hatte ich einmal zum Beispiel auch richtig gut. Ich hatte ein relativ gutes Blatt, ich hätte nichts Großes, aber ein gutes Blatt, bin viel mitgegangen. Und dann kam Svensi, also Svensi ist auch mitgegangen und blöderweise hatte der dann zwei Asse auf der Hand. Gut, was soll man gegen zwei Asse schon groß tun, wenn man jetzt keine Royal Flush oder so hat? Also hat Svensi die Runde gewonnen. Nächste Runde. Ich hatte wieder ein ähnliches Blatt wie zuvor. Bin also wieder viel mitgegangen. Ich musste ja noch den Verlust der letzten Runde wieder wettmachen. Also bin ich wieder viel mitgegangen. Und was ist passiert? Kanu hatte zwei Asse auf der Hand. Wie wahrscheinlich ist es, dass deine Gegenspieler in 2 Runden unmittelbar hintereinander zwei Asse auf der Hand haben? Ah. Ja, insgesamt wurde ich hinterher Dritter. Oh, wer hat denn gewonnen?
Ich glaube, Kano und Gisselby waren raus. Ich wurde Dritter, der Freund von Gisselby wurde dann Zweiter und Svensi hat gewonnen. Also wir haben uns dann eigentlich auch noch für eine zweite Runde vorbereitet, also noch eine Runde dann zu spielen, aber irgendwie war es dann auch schon recht spät und ich meine, die Getränke waren auch nicht ganz so alkoholfrei. Wir haben dann keine ganze Runde mehr geschafft. Wir haben dann zwischendurch halt auch mal andere Spiele gespielt. Zum Beispiel hat Kano uns Gorka beigebracht. Gorka spielt sich im Prinzip wie Mau Mau. Ja, allerdings gibt es ein paar besondere Regeln. Denn bei Gorka darfst du nicht das Wort Ich sagen. Du darfst nicht das Wort Ja sagen. Du darfst nicht das Wort Nein sagen. Du darfst keine Frage stellen. Du darfst auf keine Frage antworten. Du musst immer die Regeln kennen. Wenn du eine Dame legst, musst du sagen, die holde. Was war's, Schönheit oder Dame? Oder Maid? Ich weiß schon nicht mehr. Gut, dass ich gerade keinen Gorka spiele. Wenn du einen Buben legst, musst du sagen, der hübsche Jüngling oder der holde Jüngling wünscht sich, weil der wünscht sich ja da was. Wenn du einen König spielst, musst du sagen, seine Majestät. Wenn du eine Pik-Karte legst, musst du sagen, Pik. Wenn du eine Herzkarte legst, darfst du sagen, das musst du aber nicht. Dasselbe gilt dann für Karo und Kreuz. Ja, das heißt, da mussten wir uns schon richtig konzentrieren bei diesem Spiel. Weil immer. Achso, und dann, wenn jemand eine 10 legt, müssen alle die Hand drauflegen. Und wer als letztes die Hand drauflegt, muss eine Karte ziehen. Wenn jemand eine 9 legt, muss der sie gelegt hat, antäuschen, damit die anderen denken, sie müssten auch die Hand drauflegen. Und jeder, der zuckt oder auch die Hand drauflegt, muss eine Karte ziehen. Weil da muss der die Hand ja nicht drauflegen. Das war schon. Da muss man sich richtig konzentrieren. Vor allem, wenn man vorher schon nicht alkoholfreie Getränke getrunken hat. Ja. Was haben wir noch gespielt? Die Eingeweihten der Rose. Die Eingeweihten der Rose, ganz wichtig, kann ich nichts zu sagen. Weil ihr seid ja keine Eingeweihten der Rose. Außer ihr seid Eingeweihte der Rosen, dann wisst das ja. Aber wenn ihr keine Eingeweihten der Rose seid, darf ich nichts sagen. Das tut mir schrecklich leid, darf ich nicht. Müsst ihr erst Eingeweihte der Rose werden. Ja. Ja. Was haben wir sonst noch gespielt? Keine Ahnung. Achso, zwischendurch haben wir natürlich was zu essen bestellt. Dafür haben wir einfach von Gisselbys Freund das Handy, die Lieferando-App geöffnet und haben das Handy rumgehen lassen. Und Svensi, der wohl den ganzen Tag noch nichts gegessen hatte, der hat gesagt, ich bestelle mir gleich zwei Sachen. Fand ich in Ordnung. Da ich kein Geld dabei hatte und ja erstmal, dadurch, dass ja das Handy von Gisselbys Freund war, auf den Rechnung ging, wollte ich mal nichts übertreiben, habe also nur eine Mahlzeit bestellt, die ich ihm noch schulde, muss ich ihm noch zurückgeben, weil ich habe ja meistens kein Bargeld dabei. Allerdings, weil ich nicht mitgekriegt habe, alle, die das Handy danach mir hatten, haben auch zwei Mahlzeiten bestellt nach dem Motto, wenn wir später in der Nacht Hunger kriegen. Gut, später in der Nacht hat keiner mehr dran gedacht, aber dazu später in dieser Erzählung mehr. Ja, erstmal, ja, das Schöne bei Gisselbys Freund ist, der hat ganz viele Gästezimmer. Das heißt, ich musste mir diesmal kein Bett mit Kanu teilen. Jeder konnte vernünftig übernachten. Und hatte dabei auch seine Ruhe. Ich habe also auch gut geschlafen. Trotzdem war ich wie so oft der Erste, der aufgewacht ist um Viertel nach sieben. Aber es war Sommer. Es war also der Freund von Gisbert hat den schönen Garten. Also konnte ich in den Garten gehen. Aber ich bin nicht nur in den Garten gegangen. Da war nebenan direkt ein schöner Badesee. Habe erstmal einen Spaziergang gemacht. Habe mir den Badesee angeguckt. Der war richtig dreckig an der Stelle. Hab ich gedacht, gut, da gehe ich nicht mal mit den Füßen rein. Aber dann mal auf Google geguckt, habe gesehen, ah, es gibt auch einen Strand, natürlich genau auf der anderen Seite vom Badesee. Wollte ich jetzt allerdings auch nicht hinlaufen, sonst würden sich die anderen, wenn sie wach wären, noch Sorgen um mich machen. Deswegen bin ich da nicht hingelaufen. Habe mich dann halt in den Garten gelegt, habe was gelesen, habe mein Datenvolumen bei meinem Handy aufgebraucht. Merke, wenn ich nächstes Mal dort übernachte, am Abend nach dem WLAN-Passwort fragen. Am Morgen, wenn alle schlafen, kriegt man es meistens nicht. Ja, ja, und dann, ja, habe ich da halt schön im Garten gesessen und da, wie gesagt, ich habe gelesen und Datenvolumen verbraucht. Bis dann irgendwann in der WhatsApp-Gruppe, hat dann irgendjemand angefangen, Fotos vom Vorabend zu posten. Da habe ich einmal gesagt, guten Morgen, habe geguckt, aus welchen, wo sind sie denn alle? Ja, dann waren sie auch alle recht schnell wach. War dann halt schon 10 Uhr, also ich war schon fast 3 Stunden wach. Dann hat, ja, und das Problem war halt, alle, die halt zwei Mahlzeiten bestellt haben, die hatten noch eine Pizza zum Frühstück. Also so eine kalte Pizza zum Frühstück hätte ich jetzt auch gern gehabt.
Ja, tatsächlich waren dann auch nur Gelbys Freund und ich die beiden ohne Pizza, aber er hatte zum Glück Aufbackbrötchen und dann haben wir so, oh, ich habe auch noch Aufbackbrötchen im Kühlschrank. Machen wir jetzt noch Aufbackbrötchen? Ne, mache ich jetzt mal die Folge hier fertig. Er hat zum Glück dann Aufbackbrötchen gehabt, aber ich war schon neidisch auf die Pizza. Echt hardcore, ey. Also eine Pizza hätte ich auch gern gehabt zum Frühstück. Also wenn ich nächstes Mal da bin, weiß ich Bescheid. Zwei Sachen bei Lieferando bestellen. Eine zum Sofortessen und dann eine kalte Pizza für nächsten Morgen zum Frühstück. Ja, auch wie letztes Mal, als ich mit Kano so weit unterwegs war, da haben wir ja am nächsten Morgen dann total müde so eine tolle Marvel-Serie geguckt. Diesmal ging es vor allem um Star Wars. Ich kenne mich mit Star Wars gar nicht so aus, aber da wurde viel über Star Wars geredet, dann wurde irgendwas von Star Wars angemacht, aber kein Film, sondern irgend so eine Serie wieder, aber da konnte ich nicht mitreden, da habe ich dann zu Kano gesagt, wird Zeit, dass wir fahren. Und dann haben wir uns wieder auf den Weg gemacht. Also ich kann schon mal spoilern. Die Rückfahrt hat 7 Stunden gedauert. Ich musste mich zwischendurch auch ziemlich viel in meinen Tank stopfen. Wir haben zwischendurch auch wieder eine McDonald's-Pause gemacht. Und wir haben wieder geguckt, durch was für Täler wir gefahren sind. Was wohl im Jahr 634 dort alles geschehen ist. Ja, und zurückgebracht habe ich ihn dann, diesmal habe ich ihn nicht nach Marburg an den Bahnhof gebracht, sondern nach Gießen, weil Gießen sowieso bei mir auf dem Weg lag. Und dann habe ich mir auch gedacht, komm, ich mach mal Dingens hier, wie heißt, Radio an, als wir gerade nach Gießen rein sind, weil ich bin jetzt schon so lange unterwegs, ich weiß gar nicht mehr, was wir da überhaupt für Dingens hier, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt bin ich raus. Ist das überhaupt das richtige Video, das im Hintergrund läuft, oder ist das der letzte Host, ey? Ich habe langsam das Gefühl, das ist der letzte Host Day. Ich habe doch nicht die ganze Zeit am Schluss gemacht, beim letzten Host Day. Ja, der König kommt auch schon und beklagt sich, dass ich das falsche Video hier im Hintergrund. Ach, erstmal weiter. Nee, wo war ich? Also, ich habe die Nachrichten angemacht, weil wir waren jetzt so lange unterwegs und wissen gar nicht, was in der Welt passiert ist. Normalerweise schaue ich ja morgens beim Frühstück immer die Nachrichten, aber da ich schon so viel Datenvolumen verbraucht habe, habe ich dann nicht auch noch die ZDF-Mediathek geöffnet. Und da dachte ich, komm, machst du mal, als wir gerade nach Gießen reingefahren sind, Nachrichten an. Und dann kam auch direkt Gießen. Ja, da war irgendein Eritrea-Fest. Und die haben wohl irgendwie einen Bürgerkrieg aus Eritrea mit nach Deutschland gebracht. Und haben deutsche Polizisten irgendwie verletzt. Und ich weiß nicht, was da los war. Also ich verstehe es auch nicht, wenn hier eine Gemeinschaft aus einem anderen Land bei uns einen Fest feiern darf, warum die dann unsere Leute plötzlich verletzen. Keine Ahnung. War irgendwas lustig, war halt genau in dem Moment, wo wir auch nach Gießen reingefahren sind und es war in Gießen und uns kam auch so viele Polizeiautos entgegen. Unglaublich. Ja, und dann habe ich Kanu halt beim Bahnhof abgesetzt und bin dann total geschafft, also wirklich 7 Stunden Autofahren ist anstrengend. Bin dann total geschafft nach Hause angekommen und ich glaube, ich habe hier echt das falsche Video zum Nachvertonen geholt. Naja. Oder kam das hier in der letzten Folge, in der letzten Hörsitz-Folge auch schon? Das ist das Falsche. Ja, Tobi. Das hier ist eine Wiederholung. Sorry. Ja, gut, wenn das hier jetzt eh eine Wiederholung ist, kann ich eigentlich auch das Nachvertonen hier an der Stelle jetzt beenden. Und, steh nicht. Nee, dann kann ich das Nachvertonen an der Stelle jetzt auch beenden. Ich hab's, glaube ich, alles erzählt von der Reise, oder? Ja, ich glaub schon. Und dann nochmal nachschauen, aber ich glaube, das Video hier habe ich schon mal nachvertont. Na, dann ist das Bildmaterial jetzt halt gedoppelt. Und ich sage an der Stelle einfach mal, eigentlich sollte hier was anderes zu sehen sein, aber das dann halt in der nächsten Folge. Arrivederci, over and out. Und da bin ich wieder. So wie es aussieht, bin ich doch richtig. Ich habe die Folge anscheinend noch gar nicht nachvertont. Ich dachte, die wäre schon nachvertont gewesen. Naja, dann ist alles richtig. Dann kann ich jetzt natürlich weitermachen. Ich dachte, ich wäre schon weiter. Ich muss gerade mal gerade bei meinen Aufzeichnungen schauen. Da muss ja die, die ich dachte, dass hier diese Folge wäre. Ah, tatsächlich. Ich öffne die jetzt einfach mal kurz live. Ja, tatsächlich. Ja, tatsächlich. Die war im falschen Ordner.
Okay, dann ist die. Da war noch eine Schlussfolge, wo ich am Schluss weitergebaut habe, die noch nicht nachvertont war. Dann wird die jetzt halt einfach mal fleißig weitervertont. Und ja, hier, an dem Tag habe ich, an diesem Hostel, welche Hostel war das denn? Warte, ich schaue das gleich nach. Ich muss das jetzt nur mal richtig einordnen, dass ich das nächste Mal nicht wieder falsch mache. Beziehungsweise, ich habe ja nichts falsch gemacht, war ja die Rating-Folge. Ich war nur in Gedanken schon eine Folge weiter. Ich habe, komm in letzter Zeit nämlich nicht mehr so Zeit hat zum Nachvertonen, wie ich da gerne kommen würde, weil ich mal wieder so viel zu tun habe. Achso, ich schaue mir gerade mal beim Hostel, was da steht. Das müsste dann jetzt Hostel 187 sein. Und da hatte ich aufgeschrieben, viele mehr Mauer im Schloss. Die TK buddelt ein Loch in der Mine Nesorias. Chrissy sucht Glowstones. Der Bischof hilft dem Kanoiden und leert sein Inventar. Und das, was ich eigentlich dachte, welcher Hostel das ist dann halt erst der nächste, ist Hostel 188. Mehr Mauern, Kanu stopft ein Loch bei Chrissy, Chrissy traut um ihre Elytra. Auf einer weiteren 21er Suche im Westen von Kanus Mesa suchen Kanu, Tobi und Hyperion nach einer Trim in einer Kiste in einem Tempel in einem Dschungel. Giselby sucht auch allerdings im Osten von Kanus Mesa. Und eigentlich dachte ich, das wäre dieser Hostel jetzt, aber da war das ja jetzt halt Hostel 187. Das kommt dann halt beim nächsten Mal. Ja, nur. Da weiß ich noch nicht, was ich da im Hintergrund laber, außer dass ich halt. Ich sage jetzt natürlich nicht, ob ich die Trim gefunden habe. Ja? Das sage ich natürlich nicht. Das war jetzt anders geplant. Das sollte eigentlich hier jetzt berichtet werden. Ja, wie lang? 2 Minuten habe ich jetzt noch. Was erzähle ich denn jetzt noch? Wusstet ihr, dass im Jahr 634 eine ganze Menge Dinge geschehen sind? Das Jahr 634, das ist ein besonderes Jahr. Muss man einfach mal so sagen. Ja, was gab's denn sonst noch im Jahr 634? Ach, jetzt fällt mir nichts ein. Aber nachdem ich von den Aufbackbrötchen geredet habe, habe ich jetzt Hunger. Und wieso geht denn hier keiner ins Bett, ey? Geh doch mal jemand ins Bett. Ah, jetzt wird die Nacht durchgeschlafen. Da mal ein bisschen Live-Kommentar. Es gab mehr Mauern, mehr Mauern, mehr Mauern, wie man ja gesehen hat. Ja, man kann inzwischen Schilder editieren, wie man ja jetzt wie ja jetzt seit der 21 möglich ist. So, da sind ganz viele neue Mauern entstanden. Ihr dürft gespannt sein, wie viele neue Mauern auch am nächsten Hostel 188 entstanden sind. Und ich bin im Nachvertun tatsächlich so weit im Rücklauf. Ich kann sogar schon sagen, dass beim Hostel 189 keine weiteren Mauern kommen. Da an dem Abend muss ich nämlich arbeiten. Und deswegen habe ich an dem Abend nicht am Schluss weitergebaut. Aber da ich so viele Termine habe, habe ich auch währenddessen keine andere neue Folge gemacht. Also auch am Herrenhaus. Geht es derzeit nicht weiter? Es werden jetzt wahrscheinlich mehrere Schlossfolgen, also Hostelsfolgen, am Stück kommen. Ich habe hier jetzt allerdings gleich mal genug am Schluss für diesen Hostel 187 gebaut, würde ich mal sagen. Und sage deswegen, wenn ich, König, hat er noch was zu beanstanden? Ach, sind ja nicht genug Mauern für den König. Ach, der braucht jetzt nichts zu beanstanden. Ich sage jetzt einfach mal für diese Folge ein zweites Mal. Hi König, arrivederci, over and out.